Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt hier bei der Gemeinde Schwatzingen mit dem, keine Ahnung, hier, was hier, was der Land haben will. Gerechtigkeit natürlich, was sollen wir sonst wollen? Ja, genau, Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit. Ja, ihr seid die Gerechtigkeitssieger. Aber wir würden gerne mal, ja, definitiv, danke. Das ist ja ein Kompliment. Ja, wir würden gerne mal das Statement der Stadt hören. Oder das, was ihr da vorbereitet habt, bevor wir unser Konzept präsentieren. Oder hattet ihr nicht gesagt, dass die Stadt da auch noch was hat? Ja, wir hätten schon ein Statement, aber ja, dann? Wir waren gerade so im Redefluss, deswegen. Oh, Entschuldigung. Okay. Ich würde jetzt einfach so sagen, ich würde jetzt einsteigen. Frau Machslochow, Sie können ja dann übernehmen, oder? Ja, können wir so machen. Also nochmal. Die Stadt hat keinerlei Interesse dran, unter dem Tisch irgendwelche Dinge zu vereinbaren oder sonst irgendwas, weil, egal ob das der Herr Friesi macht oder der Landhandel oder die Ehrlichschwestern oder wer auch immer, ja, hat die Stadt ja trotzdem ihren Vorteil daraus, da sie Dinge exportieren kann, egal wer es macht. So, Punkt 1. Punkt 2. Es geht hier um Planungsgespräche, Planung eines Bauprojektes. Hier sind keine Planer engagiert worden, hier sind keine Genehmigungen erteilt worden, hier ist gar nichts. Hier wurde lediglich über ein Bauprojekt philosophiert oder nachgedacht, was man umsetzen könnte. Ja? Und ich weiß auch in der Vergangenheit des Öfteren, dass ich hier vorbeigekommen bin und auch der Landhandel im Bürgermeisterbüro stand und über irgendwelche Dinge gesprochen hat, die nicht nach außen getragen wurden. Ja, weil geschäftsinterne Dinge nun mal geschäftsintern bleiben. Das ist ein Firmengeheimnis. Ne? Firmen müssen ihre Geschäftsstrategien nicht offenlegen. Ne? Sonst bestehende Firmen, jede andere Firma. Ja, bestehende Firmen. Und Herr Friesi hat eine bestehende Firma, die dadurch erweitert wird. Ne? Sonst müssten sie ja auch ihre Pläne alle offenlegen und dann könnte ja der Friesi sagen, ja nee, dann mache ich das ja anders, so wie wir es jetzt haben. Sie haben das von mir bekommen. Wie bitte? Machen wir ja gleich. Ja, deswegen sage ich ja gerade, wie sie haben Wind davon bekommen und machen jetzt ein Gegenkonzept. Das heißt, grundsätzlich dürfte jetzt durch die Aussage, dass sie das mitbekommen haben, ja auch ein eventueller finanzieller Schaden entstanden sein, wenn Herr Friesi schon irgendwelche Sachen geplant hätte, was ja nicht der Fall war, ne? Finanziell gesehen. So. Deswegen sind solche Gespräche mit dem Bürgermeister über Genehmigungen, was Firmen angeht, grundsätzlich geheim zu halten, ja? Da es hier um Firmenstrategien geht, Geschäftsstrategien. Darf ich da kurz was einwerfen, Rolf? Die Idee kam aber vom Herrn Friedrichs. Nein, kam sie nicht. Er hat den Vorschlag gemacht. Hat er auch nicht. Doch. Ich wollte eine Kooperation mit Monster Energy. Das Einzige, was der Herr Friedrichsen gesagt hat, war eigentlich, warum willst du das denn? Mach doch eine Eigenmarke. Und das war das Einzige, was er gesagt hat. Genau, und dann können wir von der Stadt die Produkte gewinnbringend absetzen und international exportieren und unsere Taschen voll machen. Ja, das hat er auch nicht gesagt. Nee, aber das war so der Denkgedanke. Die Idee mit dem international war von Mo. Ach, Fritz, sowas brauchst du nicht zu erzählen hier. Das sind Geschäftsgeheimnisse. Gut, also wie gesagt, Geschäftsstrategien sind grundsätzlich geheim zu halten, da wir jetzt die Situation haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Planung wäre schon vorangeschritten. Der Herr Friesi hätte schon eventuell einen Bauzeichner engagiert, Architekten, was weiß ich. So, hätte finanzielle Kosten davon getragen. Sie stehen jetzt hier, haben die Geschäftsgeheimnisse offenbart, haben ein eigenes Konzept. Eventuell ist das besser als das vom Herrn Friesi. Wir geben gegebenenfalls Ihren Bauantrag statt. Herr Friesi hat einen finanziellen Schaden, könnte Sie verklagen. Theoretisch. Ja? Nur mal so. Bevor Sie die Stadt irgendwie an den... Entscheidet doch das Gericht. Wie gesagt, bevor Sie die Stadt irgendwie anprangern, ne, Sie sind auch schon des Öfteren da oben gestanden, sind Geschäftsgeheimnisse. Ne? Ja, das ist ja so, kann man das jetzt auch auslegen, Rolf. Das ist aber so. Wenn man leben kann, sowieso jeder wegen jeden Furz, jeden verklagen. Genau so ist es. Masdorf, dann übernehmen Sie mal, vielleicht verstehen Sie bei Ihnen, was ich meine. Ja, da kommt jetzt der spannende Teil. Ja. Darf ich jetzt? Gern. Und zwar, ich glaube nicht, damit der Herr Friedrichsen irgendwas unter den Tisch kehren wollte oder irgendjemand bevorzugen wollte. Es ist gesagt worden, wenn wir dann die Gemeinde in Untergriesbach haben
und dort richtig uns mit Schwatzingen da verbunden haben, damit jeder dort eine Fabrik bauen kann, wir dort gemeinsam mit der Gemeinde von Untergriesbach arbeiten wollen, mit Schwatzingen zusammen. Es kann doch auch sein, damit die Energy-Fabrik von Herrn Friesi irgendwas vom Landhandel braucht. Also verstehe ich eigentlich die Diskussion nicht, wieso Sie so dagegen wettern. Sie können sich doch auch eine Fabrik ausdenken, sage ich jetzt mal, und können das den Herrn Friedrichsen geben und können und Untergriesbach expandieren. Jeff, möchtest du oder ich? Red du sie erstmal weich. Es ist halt so, Frau Maslova. Aber bitte langsam, Herr Hafer, weil sonst muss ich Sie leider tasern. Bitte. Aber dann dauert es länger, das ist auch schwierig. Naja. Genau so ist es. Deswegen, Frau Maslova, Rolf, könntest du kurz... Nein, Frau Maslochow. Okay, Frau Maslochow, überhaupt kein Problem. Es geht halt auch darum, ne? Es wird ja hier niemand irgendwo angekreidet. In dem Sinne, so wie Sie es gerade darstellen, es geht ja vielmehr darum, dass wir einfach Transparenz wollen hier in unserem schicken kleinen Dörfchen. Und das war ja nicht gegeben von Herrn Friedrichsen. Das ist ja eigentlich so unser Hauptproblem. Ganz kurz, Frau Maslochow, ich weiß, Sie sind eine Frau, aber warten Sie bitte ganz kurz. Es geht ja vielmehr darum, vorher war ja die Transparenz immer gegeben. So, und in diesem Fall war es ja nun nicht so. Ist ja erstmal egal, aus welcher Riege die Idee kommt. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht ja halt wirklich viel mehr nur um die Transparenz, wo wir uns dachten, gut, das beschäftigt uns und deswegen gehen wir an die Zeitung und deswegen schreiben wir den Text in die Zeitung und deswegen fordern wir das von Ihnen ein. Denn, Frau Maslochow, wir sind ja auch in einem freien Land, wo man dann auch einfach mal die Meinung äußern darf und auch öffentlich vertreten darf. Deswegen stehen wir doch auch hier, Frau Maslochow, oder nicht? Das ist doch Bullshit, was du da laberst. Nee, ist es nicht. Du sagst die ganze Zeit, das geht ja nichts gegen Fritze und wir wollen nur Transparenz. Ja, ist es doch auch nicht. Ihr habt die ganze Zeit gegen mich wieder gefeuert. Die Demo war gegen mich, der Zeitungsding war gegen mich. Wenn, dann hätte das gegen die Stadt sein müssen. Nee, Fritzl, du hast das komplett verkannt. Wir haben doch aber in der Zeitung geschrieben, dass wir das von der Stadt fordern. Genau. Nur mal so, um das Transparenzthema mal wieder aufzunehmen. Wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, auch Sie haben schon des Öfteren da oben Gespräche geführt, die unter dem Tisch waren, die nicht an die Öffentlichkeit gehen sollten, aufgrund Geschäftsgeheimnissen. Und das werden wir auch nicht ändern als Stadt, denn Geschäftsgeheimnisse, wenn wir die offenlegen, können uns die angreifbar machen. Und das werden wir nicht tun. Fertig. Halt. Ja, Chef. Schon mal über eine Karriere als Double-Time-Rapper nachgedacht? Nein. Echt hast du? Okay, hätte ja sein können. Passt auf. Ich will nur noch einmal ganz kurz, und das ist auch nur ein Satz. Fakt ist eins, für uns kam es rüber, und übrigens mit dieser Fabrik und Geschäftsgeheimnissen, wir wollen das jetzt mal nicht so hochkochen, weil der Fritzl hat es selber erzählt. Ne? Also ja, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas ausspioniert haben oder sonst was. Moment, Herr Manu, er hat es erzählt. Aber das ist die Entscheidung vom Herrn Friesi, ob er seine Geschäftsgeheimnisse offenlegt. Die Stadt kann nicht Geschäftsgeheimnisse vom Herrn Friesi offenlegen. Herr Bayer, das stimmt auch nicht, was der Miguel sagt. Ich hab's einmal gesagt, er hat oben gesagt, und was habt ihr geplant? Ich habe gesagt, wir haben über eine Energy-Fabrik gesprochen, vielleicht baue ich eine. Er ist zu mir am Hof gekommen, hat meine Angestellten ausgequetscht und. Jawohl, ernst? Ich habe dich am Telefon gefragt, hast du es mir erzählt? Ja, und oben beim Bürgermeister. Aber nur, dass deine Energy-Fabrik in Planung ist. Du hast dir alle Infos von meinen Mitarbeitern erschlichen. Nein, dass du eine Energy-Fabrik bauen willst, das hast du zu mir gesagt. Ja, habe ich auch. Aber die ganzen anderen Infos. Aber das habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber die Infos, die du hier aus deinen Fingern gesaugt hast mit Harry. Welche Infos? Ja, dass das schon in Planung ist und bla und blub und hin und her, hast du dir selber rausgezogen und aus dem Bürgermeister unter anderem, ne? Und aus ein paar anderen Dingern vom Ernst. Das Gespräch habe ich kurzzeitig mitbekommen. Ernst hat von alleine gesprochen. Ich möchte noch mal kurz an das Statement der Stadt erinnern. Die haben eben gesagt, dass ihr auch die Möglichkeit habt, Konzepte vorzulegen und vielleicht solltet ihr das eher tun, als hier rumzudiskutieren. Nein, wurde eigentlich der Maschinenverleih ausgeschrieben? Interesse hat. Wurde die Diesel ausgeschrieben? Ihre eigenen Sachen zu vermarkten. Aber wir kommen wieder zur Gesprächskultur zurück, meine Herren, und klares Statement der Stadt. Die Stadt wird keine Geschäftsgeheimnisse offenlegen von privaten Firmen.
Wenn der Herr Freezy das nicht? Haben von die Mitarbeiter sich ausmacht, vom Fritzlof schon. Ja. Wenn der Freezy das von sich aus macht, dann kann er das gerne tun oder sie, aber wir von der Stadt werden das nicht machen und werden uns auch gerne das Konzept lassen. Vorstellen. Ja, dann stellen Sie Ihr Konzept jetzt vor. Dürfen wir? Ich habe ja gerade gesagt, dann stellen Sie Ihr Konzept jetzt vor. Soll ich, bist du Harald? Ja, nee, Chef, mach du ruhig. Ich rede ja, gebe ich dir schnell. Also, um hier im Wettbewerb weiter mitspielen zu können, haben wir jetzt ein Konzept vorgelegt. Und weil wir das müssen wir auch einfach an der Stelle sagen, das tut mir auch sehr leid, die Idee einer Energy-Fabrik, also einfach einer stupiden Fabrik, die Zuckerwasser herstellt, welches total ungesund ist, da ist mir auch scheißegal, was ihr für Meinung darüber habt, finden wir einfach nicht gut und das möchten wir nicht unterstützen. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht und haben ein für unsere Augen besseres, gesünderes, effektiveres, vielleicht nicht unbedingt so gewinnbringendes, weil es halt ein bisschen nachhaltiger ist, aber trotzdem soll es wirtschaftlich sein, Konzept erarbeitet. Und zwar geht es so los. Ich lese einfach mal vor. Sehr geehrte Damen und Herren von Schwarzing, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, ja, jetzt kommen wir mal zum Wort. Und zwar wollen wir unsere Produktion vorstellen. Die Produktion beschäftigt sich im vorzugsweisen Bereich der Zuckerrüben. Und zwar, meine Lieben, es sagt ja schon der Name, Zuckerrübe ist eine Pflanze. Ja? Zuckerrüben ist das, worum es geht. Denn die Zuckerrübe ist eine phänomenale Pflanze, die zu kristallisierten Zucker verarbeitet werden kann. Aber nicht nur zu Zucker. Und das ist unser Hauptpunkt auch. Harald, ich finde es ganz schlimm, dass du das so geschrieben hast, wie du es aussprechen würdest. Es passt überhaupt nicht zu mir. Ja, wieso? Soll ich es vielleicht noch machen oder was? Nein, pass auf. Und zwar geht es darum, wir würden eine Energy-Fabrik bauen. Also kein Energy-Getränk, sondern ein, was haben wir gesagt, Harald? Wir bauen eine, es ist ganz einfach, meine Damen und Herren, wir bauen einfach eine Produktion, wo die Zuckerrübe nicht nur für Zucker umgewandelt wird, beziehungsweise vermarktet wird oder überhaupt auseinandergenommen wird. Nein, wir bauen eine Produktionsstrecke, wo die Zuckerrübe angelangt kommt und dann alles aus der Zuckerrübe rausgenommen wird. Es geht jetzt nicht um die Zuckerrübe, es geht um das Getränk. Das kommt ja dann noch mit dazu. Das ist ein Zuckerrüben-Sirup. Also es soll ein... Können Sie mal auf den Punkt kommen? Es soll... Wir möchten gerne ein zuckerfreies Sportgetränk herstellen. Mit Zuckerrüben. Und zwar, nein, nicht mit Zuckerrüben. Okay, dann gehen wir, nein, wir möchten... Also jetzt ist er aber... Entschuldigung. Also, ich möchte gerne zum Punkt kommen. Und zwar, meine lieben Freunde, es geht tatsächlich auch um die Zuckerrübe. Aber es geht nicht um die Zuckerrübe im Getränk. Was ist das Wort Zuckerrübe gefallen? Was hat er gesagt? Das ja, jetzt kaputt, Mann, die Zuckerrübe und Zuckerrübe und Zuckerrübe. Ja, weil wir wissen, dass der Stadt der Absatz der Zuckerrübe extrem wichtig ist. Und deswegen haben wir uns dazu etwas einfallen lassen. Also. Hallo, Herr Bayer. So. Bayer hat den... Ja. An. So. Folgendes, wir möchten ein isotonisches Sportgetränk ohne Zucker herstellen. Und zwar soll dort enthalten sein, jetzt haltet euch fest, es soll dort enthalten sein, in Zusammenarbeit mit der Firma Schlag, wichtige Vitamine aus richtigen Obstfrüchten. Ich dachte, er sagte, das ist auf Zuckerrüben. Und zwar wird es aktuell, ich möchte jetzt, Ruhe! So, es wird drei Geschmacksrichtungen geben. Und zwar Kirsche, Birne und Apfel. Weiß richtig, Dietmar. Karl. Ja. Birne, Apfel und Kirsche. Ruhe. So, Birne, Apfel und Kirsche. Diese drei Geschmacksrichtungen möchten wir herstellen, denn der Herr Schlag... Kann ich eine Frage stellen? Nein, der Herr Schlag könnte uns... zum Ende bitte. Der Herr Schlag könnte uns beliefern. Das heißt, wir würden regionale Produkte einsetzen, um dieses Getränk zu produzieren. Aber, jetzt geht es natürlich noch weiter. Ja?
Wir wissen natürlich, dass der Stadt auch ein größeres Interesse daran gelegen ist, die Zuckerrüben zu verarbeiten. Und wir haben dafür ein Konzept entwickelt, was quasi in dieser Produktion mit gleichzeitig passieren soll. Und zwar ist es die multiple Options der Zuckerrübenverarbeitung. Ich habe eine Frage. Zum Ende bitte. Ich würde das ganz gerne noch vorstellen. Wo kommt denn und der, zwar, wie kriegt ihr den Fruchtzucker da raus? Nein, die Zuckerrübe wird einmal wird aus der Zuckerrübe gewonnen. Melasse. Wir werden aus der Zuckerrübe Melasse herstellen. Meine Damen und Herren, diese Melasse kann verwendet werden, um Biodiesel herzustellen für Fahrzeuge. Oder um in Verbindung mit Zucker kann die verwendet werden, um Pellets zur Fütterung von Tieren herzustellen. Ne? Das wären zwei Produktionszweige. Also der erste wäre Melasse für Biodiesel, Fahrzeuge, und der zweite wäre Zucker, reiner kristallisierter Zucker. Und zwar kann der dann mit der Melasse zusammen zu Futterpellets hergestellt werden für die Tiere zum Füttern. Das dritte Produkt wäre Beetpulp. Und jetzt kommt es! Beetpulp kann unter anderem an die Tiere verfüttert werden, für die Pellets, oder in einer Biogasanlage verarbeitet werden und da zu organischen Dünger weiterverarbeitet werden. Und das alles kann aber auch verkauft werden und eben direkt vermarktet und umgesetzt. Das haben wir mit dem Zucker geplant. So. Also es hat mal jemand demonstriert, nicht so große Fabriken. Wie groß soll das Ding denn werden? Und, nein, das sind keine Riesen. Und wie kriegst du das, ohne Zucker hin? Da sind doch noch die Fruchtzucker drin, oder? Äpfel, Birnen und so, ist da nicht der Fruchtzucker drin? Wie kriegt ihr das denn da raus? Wir reden von Fruchtzucker aus hier in Schwarzing angebauten Obst. Also das ist, also da haben wir jetzt weniger ein Problem damit. Es geht darum, auf 100 Milliliter nicht da, keine Ahnung, vier Würfelzucker reinzustopfen in so ein Getränk, was absolut ungesund ist. Also ich, der Herr Niesen hat eine Wortmeldung. Vielen Dank, dass ich schon dran bin. Ich würde übrigens Miguel euch noch Stevia empfehlen, irgendwie. Zuckerersatzstoff. Ist auch süß. Du brauchst uns gar nichts empfehlen. Wir haben den Fruchtzucker aus dem hier hergestellten Obst. Am Marketing sollte man vielleicht noch arbeiten. Wir haben übrigens eine ähnliche Produktionslinie vor, die wir jetzt hier aus genannten Gründen noch nicht vorstellen, aber die liegt dem Konzeptantrag mit bei. Darüber ist die Stadt schon informiert. Noch einen Satz dazu. Ich kann da Freezy nur zustimmen. Wir sind nicht so gewinnmaximierend mit unserer Fabrik rangegangen und unterstützen trotzdem regionale Produktion, übrigens auch hier aus Schwatzing mit unserer Fabrik. Ihr nehmt Zuckerrüben ab, stark. Nicht nur das. Genau. Es auch Verträge mit anderen ansässigen Unternehmen und Bauern geben. Ihr seht aber auch nicht, dass mit unserer Produktion, dass da auch, wie Miguel schon genannt hat, da ist Biodiesel mit drin, da ist sogar die Biogasanlage mit drin, die von den Rübenschnitzeln profitiert, die daraus entstehen aus der Pflanze. Und da tun wir euch auch schon wieder was zugute. Ne? Ist der Sprit dann billiger? So. Natürlich nicht, der wird teurer. Da knallt der Landhandel Bio drauf, da zahlst du 10er für einen Liter. Wenn man halt so negativ daran geht, ist ganz klar, man kann natürlich an eurer Stelle, würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt so machen, wie ihr es jetzt da darstellt, gleich alles niederzureden, allem drum und dran. Man kann natürlich immer groß spucken, wenn man noch kein richtiges Konzept hat, das ist ganz also klar. Also der Landhandel hat doch zuerst gespuckt, oder? Immer irgendwie amüsieren oder sonst was. Hat der Landhandel nicht zuerst gespuckt? Aber zu euch, mein lieber uns dazu auch wirklich Gedanken gemacht, um da die ganze Vielfalt abzudecken. Ja, und ganz kurz, ich habe noch ein was, und zwar wir müssen bei der ganzen Sache, meine lieben Damen und Herren, wir dürfen eins nicht vergessen, unsere Kinder. Denn, meine Lieben, unsere Kinder sind unsere Zukunft. Deswegen sollten wir auch wirklich den Augenmerk auf die Nachhaltigkeit legen. Du solltest dich nicht vermehren.
Ja. Bitte was? Boah. Bitte was? Fritze. Okay, Fritze, jetzt will ich dir mal ganz ehrlich was sagen. Bei deinem Gesichtselfmeter ist überhaupt Wahnsinn, dass es für einen Schwarzen jeden Tag regnet. Ne? Danke dazu. Was sind wir denn hier gelandet? Ich will die Sache sagen, bitte. Leute, bitte nicht persönlich werden. Wie wär's denn, wenn sie einfach beide Fabriken bauen? Also, dann wäre die Wirtschaft also irgendwie dann und gibt man sich hier Mühe und dann dieses Verhalten von Ihnen, Herr Bayer, als ich glaub, sie brauchen als Gemeinde-Replikant oder Sondersgleichen, ne? Stellen Sie sich hierher und lachen Ihnen dann aus. Also, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann sollten Sie vielleicht Ihre Arbeit auch nochmal überdenken. Ja, man hat ja gesehen, dass ihr nicht sonderlich gut in eurem eigenen Konzept wart. Das hat man ja eben in deiner Präsentation gemerkt. Also, wow, besser wie gar kein Konzept. Moment, bevor wir jetzt weitermachen. Mein Vorschlag wäre einfach, dass sie beide Fabriken bauen können. Reichen sie im Bauerntrag ein, dann können sie auch gerne ihre Fabrik bauen. Das heißt ja nicht, dass es nur eine Getränkehersteller geben muss. Sie können ja auch Konkurrenzprodukte anbieten. Einmal der zuckerfreie mit Fruchtzucker Drink. Aus Zuckerrüben? Warum denn aus Zuckerrüben? Was soll denn das dumme Gelaber? Und Fruchtzucker. Und die Energy hat kein Schwanz und gesagt. Und die Energy-Fabrik. Also sie können ja beides bauen. Das heißt ja nicht, dass es nur eine geben muss, oder? Ich finde es immer echt beeindruckend, wenn einer, der eine Energy-Fabrik bauen will, den Gummibärensaft maximalst Gewinn bringt, vermarkten will, da könnt ihr labern, was ihr wollt. Genau das ist das Anliegen. Wenn so einer ein Konzept, wo es um wenigstens ein bisschen Nachhaltigkeit geht und vor allen Dingen die Integration vom Herrn Schlag zum Beispiel als Obstbauer hier noch ins Lächerliche zieht. Das ist doch nicht verhältnismäßig, mal ganz ehrlich. Also man muss ja... Das zeigt auch ein bisschen sehr vom Kindergarten. Also man muss ja auch immer so sehen, ne? Wie man in einem Wald schreit, so schrumpft es wieder raus. Ja, ihr hättet ja sowieso, seitdem du auf der Welt bist. Ihr hättet ja mal mit uns vernünftig reden können wegen der Energy-Fabrik. Nein, ihr fahrt eine Demo auf. Tut eine Stadt gegen mich aufhetzen, kommt hier hin, macht Zeitungsanträge und keine Ahnung was. Oh, dünnes Eis. Was spricht denn dagegen, beides zu machen? Ich weiß es nicht. Moment. Weil, wenn jemand sagt, man hätte mit uns reden können, von jemandem, der nicht mit uns reden will, ist das natürlich ziemlich kontrovers. Ja gut, ja, da das haben das sie stimmt alle natürlich. Ihren Standpunkt geäußert. Wie gesagt, der Standpunkt der Stadt ist, sie könnten gerne beide ihre Baueinträge einreichen, dann werden wir das prüfen. Und wie gesagt, es muss nicht nur eine Fabrik entstehen. Ne? Das wäre ja für alle das Beste, wenn sie beide Fabriken bauen, weil dann haben die Bauern wieder Sachen, die sie verkaufen können. Sie können ihren Umsatz maximieren. Aber denken Sie gerne bei der ganzen Energy-Sache auch mal an die Kinder, Herr Bayer. Denken Sie da auch mal an die Kinder. Pumpen Sie wirklich mit diesen Energy-Mist? Ja, wollen Sie mich denn veralbern oder trinken Sie selber noch das Zeug? Herr Hafer, wenn der Herr Freezy gerne in Energy machen würde, dann kann er das machen. Oder soll sich der Freezy beschweren, dass sie Melasse herstellen und damit ihren Biodiesel herstellen? Ja, wenn wir hätten bei diesem ganzen Gelächter, was hier war, von diesen Menschen, die einen ja nicht ausreden lassen wollen, hätten wir es da richtig erklären können, hätten sie auch das Prinzip verstanden. Aber gut, wir legen Ihnen die Unterlagen vor, die können Sie sich gerne in Ruhe durchlesen und dann ist die Sache für mich jetzt hier beendet, denn diesen Kindergarten mit diesem komischen Gelächter muss ich mir persönlich nicht antun, denn im Gegensatz zu dieser Partei haben wir uns Gedanken gemacht. Gedanken gemacht, nicht nur über eine Produktion, nein, sondern auch Gedanken über Nachhaltigkeit, über Integration von ansässigen Bauern und allem drum und dran. Und das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen, Herr Bayer. Herr Hafer, eine Frage. Voll leise. Haben Sie schon mal bei dem Können Sie diesem Herrn jetzt mal bitte auf die Finger klopfen? Der droppt hier Einspruch nacheinander. Ich weiß nicht, was der vom Freibrief hat. Ich würde trotzdem gerne fragen, ob Sie schon mal bei dem Teleshopping-Kanal gearbeitet haben. Du? Sorry. Ich glaube, das liegt an dem Raum hier. Bleiben wir mal durch, bitte. Danke. Es gibt einen interessanten Artikel, Christel. Ja, ich brauche vielleicht ein zweites Blatt. Hast du ein zweites Blatt dabei irgendwie? Ich brauche ein zweites Blatt. Ah, Mann, ich bin hier so verwirrt von dieser Diskussion. Da wird mir echt gar keine Birne. Wie gesagt, reichen Sie beide Ihre Baueinträge ein und dann passt es ja. Ne? Also wir wollten eigentlich auch die anderen Bürger gerne zu Wort kommen lassen, aber da jetzt der Hafer einfach geht. Also ich würde jetzt erstmal eine Demo organisieren. Ich bin dann gleich wieder da. Ja, wow. Sie können aber auch gerne, hören Sie mir mal zu, wir hätten noch
in Untergriesbach eine Veranstaltung am heutigen Tage, und zwar ein Mittelalterfest. Wenn Sie möchten, können Sie gerne vorbeischauen. Die Königsgarde wird anwesend sein, leider ohne den König, dafür mit der Königin. Und wenn Sie wollen, kommen Sie vorbei, dann können wir ein bisschen Dampf ablassen. Ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll. In Untergriesbach? In Untergriesbach. Ah, super. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch, Herr Bayer. Bitte. Gleichfalls. Jetzt einfach die Zuckerrübenaffäre. Wie läuft eigentlich die BGA? Gut? Die Stoffmafia. Hey, jetzt. Ja. So, lassen Sie den die BGA weiter betreiben. Soll die Scheiße doch zusammenfallen? Zuckerrübenaffäre ist echt gut. Der Fermentierer noch kaputt gehen. Ich stehe jetzt im nächsten Monat. Jetzt habe ich wieder Spaß. Das ist Fritzel, Leute. Mal ohne Witz. Das macht mir Spaß. Und ihr wisst Bescheid, Leute. Zerreißt die Hater. Zerreißt sie in die Luft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meine lieben Leute. Wirklich. Ich möchte jetzt mal von den Leuten, die hinter mir stehen, alle an die nüllen und meckern und das Spiel zu ernst sehen und nichts anderes in ihr Leben haben, ihr Lappen, Alter, haltet die Schnauze, ihr werdet eh weggebannt. Und an alle anderen, die hinter mir stehen, ihr in die Kommentare. Ich will wissen, ob das für euch okay ist, dass der alte Fritzel war. Und ich will's wissen. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.